Also mich hat ganz besonders erstaunt, dass man erst, wenn man hier im Finanzamt arbeitet, dass man erst merkt, worin überall das Finanzamt mitwirkt. Zum Beispiel, wenn man sich ein Eis kauft, dass man da Mehrwertsteuern drauf bezahlen muss. Das merkt man erst dann, wenn man hier drin ist. Ich bin durch meine Cousine da drauf gekommen, also auf die Finanzverwaltung, weil sie schon eine längere Zeit dort ist. Sie ist beim Finanzamt Frankfurt und ich habe von der schon ganz viel Positives so gehört. Dann hat mich das eigentlich so ziemlich überzeugt. Sie hat mir natürlich auch gesagt, dass man da 1000 Euro netto verdient. Sage ich ganz ehrlich, hat mich auch überzeugt. Ja, bei mir war das das allererste Vorstellungsgespräch, das ich hatte. Ich war damals 16, direkt nach der Schule, war voll aufgeregt. Hab mir gedacht, oh nein, was kommt da jetzt auf mich zu? Und als ich dann da saß, waren die eigentlich total locker, haben total lockere Fragen gestellt, so dass mir das wirklich voll geholfen hat. Und dann ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Also ich hatte zwar ein schlechtes Gefühl am Ende, aber anscheinend war es ausreichend. Das Vorstellungsgespräch hier, das war eigentlich sehr locker. Ist ja schon, wie es halt ist, hergekommen mit komischen Gefühlen im Bauch. Aber im Großen und Ganzen war alles sehr locker abgelaufen. Ich habe halt mein Fachabi vorher schon gemacht und zum Beispiel dieses Rechnungswesen hilft halt einfach bei Buchführung. Aber vorher hatte ich sonst auch wirklich gar keine Ahnung und man kommt halt schon rein. Also ich finde, man braucht absolut keine Vorkenntnisse dafür, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich bin direkt mit 16 nach der Schule hier angekommen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Steuerrecht oder von dem, was man in dem Finanzamt so macht. Und man bekommt alles, was man braucht, in Rothenburg mit beigebracht und auch im Finanzamt, dann in der Praxis. Also am besten ist die Vielseitigkeit, wie man jeden Bezirk durchgeht, wie man jeden Bereich kennenlernt vom Finanzamt. Da lernt man auch generell viel Allgemeinwissen, so, wie wo was läuft. Und das ist generell sehr informativ und macht Spaß, die Abwechslung. Mir gefällt am meisten die Praxisphase. Also mir macht das extrem viel Spaß, auch mal das, was man gelernt hat in Rothenburg, dann in der Praxis anzuwenden und schon was anderes als der theoretische Teil. Ich fand es ganz gut, dass man schon gleich von Anfang an einfach mit in die Abteilungen integriert wird, komplett, gleich von Anfang an, so dass man dann nach der Ausbildung nicht total verwirrt ist und gleich weiß, wie man das macht und was das für Abläufe sind in der Praxis, weil es gibt ja schon so einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Hier sind viele tolle Kollegen, man hat sehr viel Spaß hier und ja, man lernt jeden Tag. Also ich muss sagen, es ist ganz anders als erwartet. Es gibt echt viele junge, coole, witzige Kollegen, wo es wirklich so ist, weil man hört ja sonst immer die Beamten, da denkt man gleich an die Leute mit den Ellbogenschonern, aber es gibt auch wirklich deutlich viele Junge auch und ja, sehr angenehm. Ich fühle mich total wohl in meinem Bezirk. Das Klischee von den Finanzbeamten wird auf jeden Fall nicht erfüllt, wenn man hier kommt. Ja, also man verdient 1000 Euro in der Ausbildung, das ist ganz gut. Vor allem ich, als ich Führerschein gemacht habe, konnte man den Führerschein selber bezahlen. Da musste nicht die Eltern fragen, ob die das nicht machen könnten. Uns wurde von Anfang an gesagt, dass wir übernommen werden. Und das ist natürlich auch toll, man braucht sich keine Gedanken machen, was ist nach der Ausbildung. Es steht halt alles schon fest. Die Übernahmegarantie, die ist schon gut, ja. Soll ich anfangen? Ja. Also für mich ist das Beste an der Ausbildung, dass ich einfach eine gute Atmosphäre habe. Ich weiß, dass ich hier aufgehoben bin. Ich weiß, dass ich nette Kollegen habe. Ich weiß, dass ich nicht um meinen Job fürchten muss. Die Ausbildung beim Finanzamt würde ich meinen Freunden weiterempfehlen, weil es einfach ein sicherer Job ist, Spaß macht, sehr vielseitig ist und in der Zukunft man gut planen kann.